Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem 18. Part von New Super Mario Bros. U. Glück. Ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Auf der Nintendo Switch. Weil letzten Mal haben wir warm genug nicht geschafft, soweit ich weiß. Aber heute werden wir es schaffen. Ich will jetzt motivierter wirken. Let's go. Heute ist Mario dran. Falls er im letzten Part dran war, dann sorry. Ich kann mich halt nicht mehr erinnern, aber beim letzten Speicherpunkt hat man eher Toad gesehen. Da dachte ich halt, okay, es war der blaue Toad, vielleicht. Aber ich hoffe jetzt mal, dass es nicht so ist. Okay, wollen wir mal sehen. Also ich weiß jetzt auch, wie man den dritten Starcoin holt. Beim letzten Mal habe ich mich so gefragt, hä, wie holt man bitte dann den dritten Starcoin und so. Aber ich weiß es jetzt. So. Übrigens, heute die Aufnahme, also die Capture Card Aufnahme, ist sogar heute mal in 1080p und 30 FPS. Also 30 FPS bei 1080 ist leider das Maximum bei meiner Capture Card. Ich werde sowieso eines Tages eine neue holen. Auf jeden Fall passe ich jetzt auch mit dem Akku auf. Ich nehme nämlich durchgehend auf. Also ich meine halt, dass ich, wie soll ich jetzt sagen, eher mit, also alle Parts an einem Tag aufnehme, weil ich ja demnächst Schule habe. Darauf werde ich auch gleich eingehen, das Thema. Denn da ja die Schule wieder beginnt, ich habe Praktikum, ich habe auch Schule gleichzeitig, wird es so sein, dass ich kaum noch Videos als auch Streams machen kann. Ich habe leider keine andere Wahl. Naja, stimmt, dieser fette Feuerball taucht auf. Wow, okay. Ich habe alle drei Starcoins, super. Mensch, Meier. Das war knapp. Let's go. Okay. Hat sogar vom Beat. Ja, Mann. Weil ich es jetzt in diesem Part verdammt nochmal geschafft habe. Ich hab's geschafft. Nicht Mario. Ich habe es geschafft. Nicht Mario. Voll. Oh. Bossblume. Naja. Damals hatte ich sie doch gehasst, angeblich. Wir gehen jetzt zum nächsten Level. Oh, schon mal das erste Schlosslevel. Heißer Aufzug. Oh mein Gott, ey. Falls ich irgendwann wieder vergessen sollte, wo die Starcoins sind, werde ich auf meinem iPad schauen. Let's go. Eisblume. Wäre, glaube ich, besser. Nee, nee, ich mach mal ohne. Alter, wenn ich jetzt so lange überlegt hätte, wäre ich vollkommen am Arsch. Okay, let's go. Mal sehen, wie es sein wird. Oh nein, 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 nein. Gumbas und Münzen. Naja, für jede Münze werde ich reich. Ich werde reich. Naja, ich bin reich. Ich wollte ja die Münzen einsammeln, deswegen brauchen die halt nicht wundern. Scheiß Goomba, Alter. Oh nein, der zweite braucht hier gar nicht kommen. Okay, wollen wir mal sehen. Ich glaube, hier in der Nähe war gleich der erste. Ah, da ist er ja. Der erste Starcoin. Wollen wir gleich hingehen. Nein! Ah, schade, schade, schade. Mist. Da hätte ich es anders machen sollen. Fuck. Schön, ich benutze jetzt einfach mal die Brustblume und werde auch gleich dann die Eisblume benutzen. Das wäre, glaube ich, dann die bessere Wahl. Aber jetzt ergibt es auch Sinn, warum hier auch teils
heißer Aufzug es ist. Das passt sogar eigentlich. Wenn man zuerst im unteren Teil des Schlosses anfängt und dann sich nach oben durchdringen muss, dann passt es eigentlich vollkommen. Echt jetzt? Ist halt so. Auf jeden Fall freue ich mich dann auch wieder gegen Bowser anzutreten, da ich ja schon Bekanntschaften mit Bowser hatte. Ich sag mal, Mario Kart, der Bowser Player, sein Cousin zweiten Grades. Und dann noch zu einem, wie soll ich es sagen? Halt's Maul, du scheiß Goomba! Dann noch zu einem in Smash mit und gegeneinander. Ach Leute, das war eine Münze? Darum ging er nicht nach oben. Nein! Als ob, ey! Was ist das? Ach, Alter. Ich bin so hart Eistee-abhängig. Eistee ist teils mein Leben. Ich mache einfach so weiter. Weil... ich soll es doch schnell hinter mir bringen, hinter mir. Mann, Alter, wie oft habe ich mich schon in diesen ganzen LP versprochen? Wow! Ich sterb am Anfang! WTF! Hat es irgendjemand von euch es auch geschafft? Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass einer von euch so hart verkackt hat. Ich glaub's nicht. Ich liebe Welt 8. Das ist auch anders gesagt. Peach Schloss ist also das Pilzkönigreich. Ich habe mich so gefreut auf diese Stelle. Dass ich so wütend sein kann. Nur wegen ein paar scheiß Levels. Vor allem das erste Level war das Schlimmste. Genauso wie beim Limonadendschungel. Nein, Goomba. Und Münze. Und Münzen. Noch ein Goomba. Alter, der Aufzug ist nur für mich reserviert, Leute. Aber gleich kommt eine Münze, soweit ich weiß. Sie hat da oben. Hab sie eingesammelt. Und hab auch den Starcoin. Na gut, scheiß drauf. Was soll's? Soll ich das machen? Ja, dann werde ich ja wieder reich. Komm schon nach oben. Okay, das schaffe ich. Gut, bin wieder groß. Okay. Ah, den P-Switch. Den brauche ich, Boah, war echt knapp, Mann. Oh, tschüss. Sehr gut. Den zweiten Starcoin habe ich. Ich wusste ja, dass halt der zweite Starcoin da sein würde. Ich habe ja schon mal vorher geschaut, damit ich ein bisschen vorbereitet bin. Mal sehen. Ich weiß, glaube ich, auch teils, wo der letzte ist. Aber erstmal möchte ich hier die Münzen sammeln. Damit ich die Brustblume bekomme. Sehr schön. So, jetzt kann es wieder nach oben gehen. Der war irgendwo hier. So, ja, ich habe ihn. Ich habe ihn gefunden. Sehr gut. Kann schon mal weitergehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meine Stimme teils wie ein Moderator mache. Ja, Mario schlingt sich da durch und geht jetzt in die Tür rein. Aber was erwartet ihn? Oh. Ich dachte, auf einmal würde so ein Boss kommen. Aber habe ich wohl falsch gedacht. Vor allem jetzt machen wir uns auf zum letzten Level. Ich habe gedacht, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen. Aber let's go. Ab nach oben. Da ist er ja. Mario, du bist ein bisschen zu spät. Okay, speichern auf jeden Fall. Let's go.
auf in den Kampf. Die letzte Schlacht in New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Let's go. Ich weiß, glaube ich, auch hier, wo Teils ist. Nee, weiß ich nicht. Ich hab's vergessen. Na gut, dann muss ich die halt finden. Ich habe keine andere Wahl. Tschüss, Bowser Junior. Du Affe! Wow! Noch geschafft! Ich hatte schon Angst, Leute. Okay. Nee. Komm noch einmal. Komm, bitte, bitte, bitte. Komm doch. Komm doch. Ey, danke. Danke, Bruder. Ich glaube, ich fange an, dich zu lieben. Oh, no homo. Dankeschön, dass du mir jetzt wieder geholfen hast. Ey, du bist so nett zu mir, Mann. Ich nehme das zurück. Nein, als ob das runtergeht. Als ob das echt runtergeht. Hä? Hä? Was war das gerade für eine ganz komische Hackfresse von mir? Egal. Ich weiß zumindest, wo alle drei Starcoins sind, dass ich mich für die Schlacht vorbereiten kann. Und dann geht's auch noch, wenn ich es schaffe, zur Sternenwelt. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Spaß. Oh nein! Mein Pilz! Mein Pilz! Mein Pilz! Noch geschafft. Danke, Brudi! Okay, er soll hier in die Mitte gehen. Okay, das geht. Dass wenigstens diese zwei Blöcke weg sind. Boah, sorry, Leute. Ich wusste doch irgendwie, dass da eine Dings noch sein würde. Okay, ich muss aufpassen. Er soll genau hier machen. Passt, passt. Sehr gut. Egal, egal. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, du Kleiner. Okay, weiß nicht, was das andere soll. Vielleicht nur zum Design, also die andere Plattform. Ich glaube nur zum Design. So. Wir haben es zur Tür geschafft. Wir haben eine Brustblume. Nun, der Kampf gegen Bowser. 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 Gegen Bowser. Er ist ja kein Mario Kart 8 Deluxe Champion. So wie ich. Oh lol. Ich bleib lieber so. Er erwartet mich ja schon. Da ist er ja. Hallo Fettsack, wie geht's dir? Das ist wahrscheinlich kein erfreuliches, ja, mir geht's gut, bla bla. Stirb, Fettsack. Komm schon. Achso, ich dachte schon, da wird noch was kommen. Was? Kein Boss hier? Komisch, dann gehe ich einfach auf den Schalter. Gut, dann habe ich es ohne Boss geschafft. Vielleicht kommt der Boss ja später. Kann sein. Gehen wir erstmal durch das Tor und holen Prinzessin Peach. Die erschaffen jetzt anscheinend einen Boss. Wir holen diesen Fettsack hier zurück. Wir machen ihn größer und stärker, so wie bei Mario Bros. Wii. Nur das bei Wii. Kamek. Peach verkleidet hat. Wie auch immer. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oh, da ist Peach. Ey, Pfirsichkuchen. Wir retten dich. Nicht. Okay, nein, Spaß. Wir werden sie schon retten.
Hi, wie geht's dir? Alter, macht einfach ihr Fenster zu. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Ich hatte ihn ehrlich gesagt nicht so groß in Erinnerung. Ein bisschen kleiner. No joke. Oh Gott. Stimmt ja. Kamek hat ihn ja verzaubert. Oder Magikugel? Nein, Spaß, es war wirklich Kamek. Es war wirklich Kamek. So, und verschwinde. Und. Hopp. Achso, hier so. Lol. Oh nein, Bowser Jr. mach's auch. Bowser Jr. mach's auch. Ich will es haben, ich will es haben. Wow. Das war echt knapp. Oh nein, nicht deshalb. Du Arsch! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Einfach so Bowser Jr. raushauen! Alter, so wütend bin ich, wenn Last Gaming den Mario Kart Deluxe Championship wegnimmt. Okay, ich warte ab. Ich warte einfach. Ab! Scheiße! Scheiße! Alter! Ich hab Angst, Leute! Ich hab Angst, Leute! Oh mein Gott! Hey, wo ist deine Mini-Version von dir? Leute, ich hatte gerade übelst Angst. Oh, lol. Oh, lol. Was? Ich bin einfach... Ich hab Eistee geklickert. Was habe ich angestellt, Leute? Na gut. Wir probieren jetzt einfach noch einmal. Wenn ich jetzt noch einmal verkacken sollte, im Boss, dann werde ich einfach noch das Feichshörnchen holen, das safe in Eichenhain liegt. Nee, wisst ihr, es liegt in Berlin. Kann man einfach in einem Store kaufen. Das nennt sich Eichenhain Store. Leute, einfach so Speedrun. Runde 2. Alter, verpiss dich doch irgendwie. Ey, zeig mir deine Sprungkraft. Was soll das? Bye. Hab dich verarscht. Hier. You can touch sky. Only from the earth. Also steht unten übrigens. Hier. Also falls ihr es sehen könnt, steht da wirklich only from the earth. Ich finde das T-Shirt cool. Ich flexe hier mit meinem schönen T-Shirt und gehe jetzt in den Kampf nochmal rein. Ach ja, stimmt ja, sie hat ihr Hotelfenster zugemacht. Nur weil ich gefragt habe, wie es ihr geht? Nur weil ich das gefragt habe! Oh shit. Boss again. Komm, Bowser Jr., ich möchte selbst gegen dich kämpfen, du kleiner... Nee. Ich lasse es lieber mit meinen Ausdrücken... Ich hätte es gar nicht machen müssen. Ich Idiot. Okay, warten wir ab. Erstmal hier so das wegnehmen, dann schön nach oben fliegen und zack. Für noch zwei Treffer. Ja, Bowser Jr. kann sein Ding wieder haben. Wow, okay. War knapp. Ah, nee, ich renne lieber weg. Wenn er noch einmal springt. Hä? Sollte er nicht genau jetzt springen? Wisst ihr was, Leute? Ich mach's einfach ohne Feißhörnchen. Ich mach's einfach ohne. Ist mir scheißegal. Ich hole später das Feißhörnchen. Naja, vielleicht hole ich es später. Sicher ist es allerdings nicht. Wenn ich einfach noch einmal im größeren Boss-Battle, also in der größeren Schlacht, wirklich nochmal klein werden sollte, einfach nur aus Dummheit, dann hole ich das Feißhörnchen. Okay, let's go. Was soll die Scheiße?
Bye, Brudi. Alter, jetzt. Wie soll ich das jetzt noch schaffen, wenn ich... Okay, jetzt ehrlich, wenn ich diese Runde gewinne, ich schwöre, ich springe und schreie gleichzeitig. Das Gute ist, ich kann meine Deckenlampe nicht kaputt machen. Weil meine Deckenlampe ein bisschen zu hoch für mich ist. Also jetzt ehrlich, ist halt schon viel zu hoch. Ich sag mal, besser als bei Hübi. Wie damals. Vor allem mir ist nicht aufgefallen, dass er seine Deckenlampe kaputt gemacht hat. Ja gut, was soll man machen? Okay, diesmal will ich nicht aus Dummheit sterben. Alter, was glaubst du so behindert? Oh, lol. Ach, schade. Also, verdammte Scheiße! Ich schwöre, das ist eigentlich ein nicht so schwerer Boss. Und ich verkack's auch noch. Ist mir scheißegal, ich hole jetzt das Feißhörnchen. Mich juckt's nicht. Hauptsache, ich hab's hinter mir. Alter. Wie kann ich da bitte so hart verkacken? Da. Gut. Da ist einer. Ich brauche wenigstens einer. Ist mir scheißegal, ob ich ihn dann beim... Also ich darf ihn bloß nicht beim ersten Battle verlieren, aber beim... Obwohl, warte. Erstmal noch schnell Zusammenkuchenbüße, da gibt's auch noch einen. Ich darf da nur nicht kämpfen. Okay, Leute, ich darf wirklich nicht kämpfen. Da drüben ist der. Den will ich ja holen. Okay, gut, hab's. Ich gehe jetzt nochmal... Jetzt zurück zu Peach Schloss. Also der Checkpoint ist ja da, weil ich kein Level oder Kampf betreten habe. So, Pilzpalast. So heißt es die ganze Zeit. Ich sag Peach Schloss, Pilzkönigreich, was weiß ich. So. Nehmen wir wieder den Vordereingang. Na gut, es gibt keinen Hintereingang. Habe ich ja gesagt. Der Checkpoint ist noch da. Okay, gehen wir nochmal in die Schlacht. Puh. Wieder knappe 30 Minuten ungefähr. Na gut, nicht wirklich. Ist ja nur wegen diesem Cut-Boss-Battle. Im nächsten Part gehen wir auf jeden Fall in die Sternenwelt. Also darauf bin ich schon gespannt, um ehrlich zu sein. So, da bin ich wieder. Ich sehe nur gut aus. Nicht so wie davor. Schau. Ich bin einfach so dumm. Ich bin einfach nur so dumm. Ich hab gesagt, ich darf das Feißhörnchen eigentlich nur im zweiten Battle verlieren. Und wenn ich im ersten Battle es verliere, dann bin ich so dumm wie Dreck. Ja, kommt her. Kommt her jetzt. Lol. Der ist wirklich einfach selbst gelaufen. Na gut, was soll man machen? Komm jetzt her, Mann. Willst du Stress mit mir? Willst du Stress, Mann? Ja, du kannst Feuer speien, schön für dich. Juckt mich überhaupt nicht. So, frisst das, du hässliches Mistvieh. Okay, Peter wäre ziemlich sauer auf mich. Ah! Ist ja funny. Okay, schnell weg. Ich wusste es, dass er macht. Ich wusste es. Ha! Oh, du! Habt ihr es gerade gesehen, Mann? Du springst einfach so wie Jordan nach oben.
Oh, Bombenpranks. Komm. Zum ersten Mal den zweiten Schaden. Wie viele Häs waren das? Ich glaube 5. Reicht auch. Warte, hä? Weiß nicht, 4 oder 5? Lächerlich as fuck! Wieso sage ich das in einem Video? Ich krieg davon Ärger! Und dann nicht nur von den Nachbarn. Warte mal. So, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte immer vergessen, den Pilz da zu holen. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe ihn ja sonst immer genommen. So wie was Bestimmtes. Wow. Oh Gott. Ey, fast wäre ich wieder aus Dummheit weg. Okay, nee. Ich mache diesmal nicht wie ein Flexerboy, sondern ich werde einfach beim ersten Battle wieder vormachen. Ich warte einfach und werde erstmal warten, bis er seine Sprungkraft zeigt. So wie jetzt. Und dann drücke ich auf diesen Kackschalter, damit der Router wieder funktionieren kann. So, verpiss dich, du Virus. Du Corona. Oh, okay, das war gemein. Oh. Ich schwöre, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, nur wegen diesen einen Scheißkampf. Okay, jetzt rennt er wieder selbst. Obwohl ich es auch für ihn übernehmen könnte. Wahrscheinlich dachte er so, okay, ich will mich etwas bewegen, nicht durch dich, damit ich ein bisschen Sport mache, ne? Let's go. Geht wieder zum Kampf gegen Bowser. Yes! Okay, springen wir diesmal nochmal auf ihn. Ah, bleiben wir unten. So, passt. Und dann kommt er wieder. Und zack. Auf Wiedersehen. Okay, der wird wiederkommen. Auf Wiedersehen. Ein Treffer fehlt. Und dann habe ich es endlich geschafft, Leute. Schrei, wie viel du willst. Du bist gleich tot. Und das juckt mich nicht. Okay. Übertreib nicht. Oh, Bombenpranks. Bei Mario Kart haben sie mir viel geholfen. Na, scheißegal, ich hab das Ding. Okay, komm, der letzte Treffer! Du Arsch! Ich hasse dich! Ist mir scheißegal, du kleiner Bastard, ich töte dich! Bosch! Ja, das seht ihr richtig! Ich hab jetzt mich gefreut, na und? So bin ich, wenn ich nach Last Gaming Stream endlich schlafen gehen kann. Ah ja. Lol, wie schick es hier aussieht. Kein Problem, Mann. Freut sich wieder über einen Kuss. Ich krieg sowieso keinen, weil ich so hässlich bin. Meine Kopfschmerzen sind vorbei. Okay, doch nicht. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen. Nur weil es zu fett ist, um aufzustehen. Ha, ha, ha.
und Lemmy ist runtergefallen. Oh lol. Das ist eigentlich, die Hügel sind doch eigentlich von Mario Bros. Wii. Das kommt gerade je nach Gewicht, ne? Außer, also vom Bowser runter, meine ich. Busch, Digga! Es reicht. Ich hol mir die Kackmünzen. Ich will reich werden. Komm. Ich kann schon mal sagen, für den Anfang war es toll. Es zu Let's Playen, aber ich weiß halt nicht, warum ich wirklich... Ich habe wirklich jetzt keine Ahnung mehr, warum ich eigentlich dieses Spiel ausgewählt habe als erstes Let's Play. Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, weiß ich, habe wirklich nicht. Vielleicht liegt es an einem Best of von Dummer Bock, dass ich irgendwie so Lust hatte. Also, weil es ja von Domtenno rausgekommen ist und dachte mir halt, okay, ich habe jetzt irgendwie Lust drauf. Aber, ich weiß es halt nicht mehr. Jedenfalls habe ich die Story durch. Super. Ich habe... alle Starcoins, soweit ich weiß, von den ganzen Leveln jetzt in dem Pilzpalast, weiß ich jetzt halt selbst nicht, wie es aussieht, ob ich jetzt halt wirklich alle 100% habe oder irgendein Level vergessen habe. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich habe sogar wirklich alle Level durchgespielt, bis auf die Sternenwelt. Und die machen wir natürlich im nächsten Part. Aber ich kann nur sagen, es hat schon teils Spaß gemacht, wirklich es zu spielen. Wahrscheinlich hat es euch auch gefallen, falls die meisten halt zugeschaut haben. Mir ist ja aufgefallen, dass nicht viele es angesehen haben. Und natürlich freue ich mich wieder auf Best-Offs von meinem guten Freund Gladio, von Moplay vielleicht, sogar von Orepo kann auch kommen. Und mal sehen. Also da fühle ich mich auf jeden Fall geehrt. Also, auf Best of freue ich mich halt so sehr. Aus diesen Gründen bin ich zu Moplay gegangen. Was soll man machen? Aber Moplay hat mir erzählt, er wird sogar teils eins machen. Also, wenn es gut läuft natürlich. Klar, kann ich verstehen. Bei Galaxy 2 von Last Gaming war es auch gut. Genauso wie Galaxy 1. Galaxy 1 habe ich ja... daraus ein S-Off, wollte ich schon sagen, habe ich meine Best-Off und ich kann nur sagen, ich fand's gut, meine Arbeit, also von dem Best-Off her und hoffe, dass vielleicht sogar ein andermal ein Best-Off kommt. Ey, du da, verschwinde! So. Wartet. Passt! Jetzt passt der Beat! Ich weiß, der Part ist wieder lang, aber spult einfach bis zum Ende vor, weil jetzt habe ich irgendwie nichts mehr zu sagen. Oder ich werde es halt kürzen. Nee, wahrscheinlich ja nicht. One! Juhu! Ich hoffe, ich habe es richtig synchron gesagt. Da kann ich jetzt schon sagen, auf Wiedersehen. Also, das war's mit dem 18. Part von der Story hier in New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Genießen wir doch das. Ich habe wirklich das Spiel beendet. Es wurde die Sternwelt jetzt. Also einmal das, die geheime Insel.
Und dann noch das. Die Sternwelt. Da gehen wir auf jeden Fall im nächsten Part hin. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Erstmal noch das. Das sind die Level. Naja, vielleicht noch eins in der Mitte, weiß ich jetzt selbst nicht. Aber wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Thank you.